Was ist eigentlich ein Cold Open? Den Begriff habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das nennt man so, wenn ein Film ohne Vorspann, ohne weiteres Intro einfach losgeht. Das Cold Open ist bekannt geworden unter anderem durch die James Bond Filme. Das heißt, da kennt ihr das wahrscheinlich, da wird immer erstmal eine wahnsinnige Actionsequenz gezeigt, die einen mitten ins Geschehen reinwirft. Man hat keine Vorbereitung, man weiß eigentlich nicht, was gerade abgeht. Man ist mitten in der Action drin, dann kommt erst die eigentliche Vorspannsequenz und dann geht der Film los. Das Cold Open gibt es allerdings nicht nur im Kino, ganz bekannt geworden ist es bei Fernsehserien. Das heißt, die fangen auch manchmal mit einer Zusammenfassung, aber meistens mit irgendeiner Szene an. Dann kommt erst der Vorspann und dann geht es in der eigentlichen Handlung weiter. Warum das Ganze? Ja, die Zuschauer haben eine ganz, ganz geringe Aufmerksamkeitsspanne und deswegen haben die Sender sich gesagt, wenn wir erst einmal den Abspann einer Serie zeigen, dann kommt der Vorspann einer neuen Serie, wenn es weitergeht, dann sind die Zuschauer schon wieder weggesappt beim anderen Programm. Das heißt, man möchte die Leute sofort packen, möchte sofort die Aufmerksamkeit erlangen und deswegen zeigt man ihnen sofort etwas, was möglichst interessant, spannend, unheimlich aussieht und dann kommt erst der Vorspann der Serie. Die werden ja auch immer kürzer. Bei YouTube ist das Ganze auch ziemlich weit verbreitet, denn da ist die Aufmerksamkeitsspanne ja auch ziemlich gering. Das heißt, man muss die Leute sofort packen, muss ihnen sofort sagen, worum es geht und dann gibt es vielleicht einen kleinen Vorspann. Machen wir bei Screen genauso, da heißt es nämlich immer, hier ist Screen und das sind unsere Themen und dann kommt erst der eigentliche Vorspann. Das ist ein Cold Open und wenn ihr auf YouTube Erfolg haben solltet, dann solltet ihr das vielleicht auch nutzen. Macht es James Bond nach. So, das war's für diese Folge. Wenn ihr noch weitere Sachen dazulernen wollt, dann klickt auf die Begriffe um mich herum oder ihr schreibt mir das, was ihr gerne von mir erklärt haben wolltet, aus der Kinowelt unten in die Kommentare. Ich bin dann mal weg.